Ach ja, als über 50-Jähriger, da ist die Muskulatur halt schon ein bisschen desolat. Wir sind immer ganz so fit, wir brauchen mehr Schlaf, wir müssen mehr aufs Sofa, wir sind gleich müde. Ach ja, alles läuft immer so prickelnd. Die Haut ist nicht mehr so schön, die Haare fallen schon aus, der Bauch wird schon ein bisschen dicker, der Hintern hängt schon ein bisschen runter. Aber wir können uns ja ausruhen, wir können ja sagen, wir sind 50 Jahre alt. Ist ja alles ganz normal. Stopp. Herzlich willkommen, mein Andreas Riedenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Das können wir so nicht stehen lassen, Freunde. Welcher 50-Jährige oder über 50-Jährige möchte das eigentlich hören? Also ich definitiv nicht. Und meine Kunden, die kommen, die über 50 sind, die möchten das auch nicht hören. Und die sind natürlich schon auf dem besten Weg, da was dagegen zu tun. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Dieses, klar, wir können natürlich alles auf die Gene schieben, wir können natürlich alles auf die Hormone schieben, von mir aus auch aufs Wetter, geht natürlich auch. Dass wir schwächer werden, müder sind, nicht mehr so fit sind. Aber wir tun ja auch alles dafür, dass es so ist. Zumindest die meisten. Warum? Wann haben wir uns das letzte Mal mit intensivem Sport beschäftigt? Wann haben wir uns das letzte Mal Gedanken gemacht über die körperliche Fitness? Ja klar, immer so kurz vorm Urlaub und am neuen Jahr macht man sich mal so schnell Gedanken drüber und denkt, naja, könnt was machen, aber wie schnell ist das verloren? Aber, jetzt kommt das aber. Es ist richtig. Für über 50 Jahre gibt es auch ganz wenig Infos. Für die 20, 25, 30-Jährigen, für die Jugendlichen gibt es ganz viele Infos, was sie tun sollten. Die bombardieren sich mit Infos. Der ganze Markt bombardiert genau die Nische mit Infos. Aber der über 50-Jährige, der hat da relativ wenig Infos. Und das ist mir vor kurzem aufgefallen. Genau deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt. Ich bin der richtige Mann für die Ladies und für die Männer over 50, die ganz genau wissen, es wird höchste Eisenbahn, was zu tun. Warum? Wir wollen unsere Leistungsfähigkeit erhalten. Warum? Wir haben schon 20, 30, 35 Jahre Arbeitszeit auf dem Buckel. Wir sind gut. Wir sind hier im Köpfchen sehr schlau. Aber unser Körper macht immer mit. Unser Körper macht immer so mit, wie wir es gerne hätten. Wir können natürlich sagen, lass mal so laufen, ist kein Problem. Ich gehe ja sowieso mit 65 in Rente. Könnte man machen, muss man nicht machen. Ich habe da eine bessere Idee. Wir kümmern uns drum. Genau. Und da ist für eben Over 50, Ladies und Männer, relativ wenig Informationen gibt zum diesem Thema. Wie geht man strukturiert vor? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Macht Krafttraining Sinn? Macht Ausdauertraining Sinn? Wie viel Mal muss ich in der Woche trainieren? Wie soll ich mich ernähren? Was macht meine Mobilität? Wie sieht es aus mit Stretching? Das sind alles Infos, die so nicht fließen. Und das ist mein Job jetzt. Das ist mein Job. Warum? Ich bin selber über 50. Und deswegen werde ich mich in den nächsten Wochen hinsetzen. In der Woche sicherlich ein Videoclip machen, genau zu diesem Thema, zum Fitness over 50 und werde euch aufklären. Punkt für Punkt aufklären. Eins nach dem anderen. Und jetzt kommt mein Wunsch an euch. Unten stehen Kommentare. Und ihr dürft da sehr, sehr gerne was eintragen, dürft da sehr, sehr gerne Bemerkungen dazu schreiben. Ihr dürft mir auch gern mit konstruktiver Kritik bombardieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich werde mich bemühen, alles so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Das war's. Bis bald. Wir hören voneinander. Macht's gut.